Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Das ist mal ein Video, auf das ich mich unendlich freue. Ich bin sowas von mega happy, ich kann es euch gar nicht sagen. Es ist unglaublich, denn nach dem gefühlten 200. Anlauf habe ich es endlich geschafft, dass ich eine Box ergattert habe, die ich mir eben, wie schon vorher gesagt, sehr oft kaufen wollte, aber einfach entweder zu langsam war oder es generell versäumt habe oder ja, einfach unterwegs war und keine Zeit hatte und auch keine Muße hatte, dann den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen, um eine solche Box zu ergattern. Ich zeige sie euch, denn sie ist schon letzte Woche bei mir angekommen. Und zwar, es geht um die Blockerbox. Ich freue mich wahnsinnig. Ich hasse nur immer diese Papierschnipsel, die da in diese Verpackungen reingegeben werden. Denn diese Papierschnipsel befinden sich dann am Ende überall in meinem Zimmer und das ist weniger cool. Auf jeden Fall, was ist so besonders an der Blockerbox? Wie ihr alle schon mitbekommen habt, habe ich ja in diesem Jahr wirklich sehr wenige, oder in diesem Jahr, dieses Jahr hat ja noch gar nicht so viele Monate, aber letztes Jahr und dieses Jahr wirklich sehr wenig Boxen gekauft. Ich hatte früher mal ein Abo, habe ich abbestellt. Ich habe bei fast keinen Douglas-Boxen zugeschlagen in letzter Zeit. Auch dieses Monat die Douglas-Box habe ich ausgelassen. Ich habe jegliche andere Boxen eigentlich ausgelassen, bis auf einmal dazwischen habe ich mit der Parfümbox gesündigt. Dazu habe ich euch das Video eh schon online gestellt. Also falls ihr das nachschauen mögt, blende ich euch den Link jetzt hier oben ein. Und bei dieser Box habe ich zugeschlagen. Die Blockerbox gibt es nicht in einem Abonnement, sondern man muss wirklich zur rechten Zeit am rechten Ort eigentlich sein, um sich diese Box ergattern zu können. Es wird immer erst ganz kurz vor knapp auf Facebook und auf Instagram Bescheid gegeben, dass die Box zum Kaufen ist. Und ich hole sie euch jetzt mal aus der Schachtel raus oder aus der Verpackung raus. Und dieses Schätzchen hier, nämlich die Edition Couture, kam in dem Zusammenhang mit der New York Fashion Week und ist ganz exklusiv beschränkt. Das heißt, es gab diese Box hier, die ich in den Händen halte, nur ganze 200 Mal. Das ist verdammt wenig. Das heißt, diese Box ist innerhalb von weniger Sekunden eigentlich ausverkauft. Und man muss wirklich ein mega Glück haben, um sie zu bekommen. Ich habe für dieses Schätzchen hier 35 Euro bezahlt. Alle, die die Blockerbox jetzt gar nicht kennen oder generell aber Boxen, Beautyboxen kennen, die werden sich jetzt denken, oh, 35 Euro, die ist wahnsinnig, ne? Aber ich muss sagen, diese 35 Euro sind wirklich extrem gut investiertes Geld. Denn das ist keine gewöhnliche 0815 Beauty Box. Die ist nicht gefüllt mit irgendwelchen Pröbchen, die vielleicht gar nicht zum Verkauf sind, sondern die ist echt mega gut bestückt. Und ich will euch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern ich würde sagen, ich mache die Box jetzt mit euch gemeinsam auf und wir sehen gemeinsam nach, was drinnen ist. Gleich vorab gesagt, der Inhalt ist jetzt eigentlich nicht in dem Sinn eine Überraschung, denn man weiß den Inhalt der Box schon. Aber nichtsdestotrotz macht mir das Auspacken einfach extrem viel Freude und auch wenn ich den Inhalt schon weiß, so ist es nochmal was ganz anderes, wenn man das Ganze in den Händen halten kann. So sieht jetzt die Verpackung aus. Ich habe überhaupt noch nicht reingeschaut, das ist eh Wahnsinn, ich habe es fast nicht ausgehalten, aber ich wollte es einfach unbedingt mit euch gemeinsam öffnen. Hier drinnen ist als erster gleich mal eine Werbebroschüre bzw. eine Broschüre, in der man sehen kann, was in dieser Box enthalten ist, welche Produkte. Das ist total hochwertig und schön gemacht und gefällt mir wahnsinnig gut und ist eine total liebe Idee. Dann würde ich sagen, machen wir, und das sind sicherlich handverpackte Boxen der Mädels,
die das Ganze auf die Beine gestellt haben, die Box auf. Ich reiße das Siegel auf und wir schauen in die Box hinein. Ihr könnt jetzt noch nicht viel erkennen, aber ich lege die Box jetzt zur Seite und zeige euch gleich mal, was mir hier so entgegenkommt. Zuallererst ist in der Box eine originale Größe von der Elisabeth Arden, der Advanced Ceramid Komplex Serie drinnen. Ich hatte diese Kapseln schon zum Testen in einer Douglas Box, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher in der Douglas Box und deswegen habe ich auch diese Box unbedingt haben wollen. Das ist so zum Rausschieben und das ist eine Originalgröße. Also das ist jetzt keine Probepackung oder irgendwas, sondern das ist ein Originalprodukt. Das ist dieses Serum. Diese Serumkapseln, für jeden, der es jetzt nicht kennt, hole ich das mal raus. So sieht das Ganze aus. Hier sind diese Kapseln drinnen. Das kann man, glaube ich, oben aufdrehen, ja. Und dann hat man hier einzelne Kapseln zum Entnehmen drinnen. Das kann man aufbrechen und hier drinnen ist dann das Serum. Da sind, damit ich euch keinen Blödsinn erzähle, 30 Kapseln drinnen enthalten, das sind 14 Milliliter. Ich würde jetzt sogar vermuten, dass ich nicht die ganze Kapsel pro Anwendung brauche, sondern ich würde sie fast durch zwei teilen. Also habe ich 60 Anwendungen davon und komme damit gute 2 Monate auf jeden Fall aus, wenn ich es nicht täglich verwende, noch länger. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der wirklich jeden Tag dann das Serum verwendet, also komme ich damit dann doch ganz schön lange aus. Ich blende euch den Preis dieses Produktes ein und ihr werdet sofort erkennen, dass allein dieses Produkt schon den Wert der Box widerspiegelt. Es sind aber noch weitere Produkte in der Box enthalten. Ich bin von dem Serum an und für sich wirklich ganz, ganz begeistert. Das taugt mir total. Ich habe es, wie gesagt, eine längere Zeit lang ausprobiert und das hat meinem Gesicht wirklich sehr, sehr gut getan und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich sogar das Originalprodukt in meinen Händen halte. Dann das nächste Produkt, das in der Box enthalten war. Und es sei gleich vorweg gesagt, es handelt sich bei allen Produkten in der Box um Originalprodukte. Und zwar ist das von Redken, das One United. Das ist ein All-in-One Multi-Vorteils-Spray für alle Haartypen. Ich kenne das Spray jetzt an und für sich nicht, aber ich habe nur Gutes davon gelesen, denn ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert über die Produkte, die in dieser Box enthalten sein werden. Und das Ganze hat 25 Vorteile in einem Fläschchen und davon möchte ich euch jetzt nur einige nennen. Es ist eben ein Conditioner, es verbessert die Textur der Haare, es reduziert das Trockenheitsgefühl der Haare, es macht generell einen schönen Glanz in den Haaren und so weiter und so fort. Also es soll wirklich ein ganz, ganz tolles All-in-One-Multispray sein und ich bin schon sehr gespannt auf die Anwendung und wie es sich in meinen Haaren anfühlt. Ich muss euch sagen, von allen Produkten ist das jetzt das Produkt, was ich nicht unbedingt haben hätte müssen. Ich freue mich natürlich, keine Frage, dass es in der Box enthalten war, aber gerade diese Haarprodukte habe ich in Hülle und Fülle und ich hätte es nicht unbedingt haben müssen. Aber wie gesagt, es ist ein Originalprodukt und es ist auf jeden Fall sein Geld dann wert. Zu sagen, das Hauptprodukt, ich würde es gar nicht das Hauptprodukt nennen, aber ein weiteres Originalprodukt, das in der Blockerbox von der Edition Couture enthalten war, ist von Estée Lauder die Double Wear Stay in Place Make-up Foundation.
Ja, und auch hier, meine Lieben, handelt es sich um das Originalprodukt. Und was der Oberhammer ist, ihr wisst ja, im Normalfall kommen diese Foundations einfach in dieser Nuance, die halt gerade in die Box gepackt wird. Und es ist komplett egal, ob man hellerer, dunklerer oder was auch immer, was für ein Typ ist. Und es ist mir schon voll oft passiert, dass ich in meiner Box von der Foundation einen Ton hatte, den ich nicht mal nach dem Sommer mit Dauerbräunung im Freibad oder wo auch immer erreichen konnte. Und hier ist es so, dass man sich den Ton der Foundation aussuchen durfte. Das heißt, ich habe mir diese Box ergattert und hatte danach die Möglichkeit, aus sechs verschiedenen Nuancen zu wählen. Ich glaube, es waren sechs verschiedene Nuancen. Und mich für eine der angebotenen Nuancen zu entscheiden. Und ja, was soll ich sagen? Das ist einfach der Oberkracher, weil somit konnte ich mir die Foundation-Farbe oder den Ton aussuchen, der auch zu mir passt. Und ich musste nicht einfach einen x-beliebigen Ton wählen, sondern konnte da wirklich variieren. Es handelt sich dabei natürlich um ein Originalprodukt. Und ich habe mir diesen Ton jetzt. Ich schaue gerade, ob ich das irgendwie ein bisschen herauskriege. Etwas dunkler gewählt, als ich für den Moment bin. Denn ich dachte mir, dass das nämlich ganz gut für den Sommer passt. So, der Ton ist jetzt eine Spur dunkler. Momentan bin ich nämlich zu hell für diese Farbe. Aber wie gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich diese Foundation dann erst im Sommer, wenn ich schon eine gewisse Bräune aufweise, tragen kann, weil ich einfach jetzt genug Foundations zum Aufbrauchen habe. Und aus diesem Grund habe ich es mir in einer sommerlicheren Nuance gewählt. Und ja, ich freue mich schon mega drauf, dann diese Foundation, sobald ich etwas Farbe abbekommen habe, auch Und wenn ausprobieren ihr zu glaubt, können. dass das schon alles war, dann habt ihr euch aber richtig getäuscht, denn es sind noch weitere Produkte in der Blockerbox enthalten. Ein kleines Produkt sozusagen zum Drüberstreuen und was vom Preis her wirklich am niedrigsten anzusetzen ist, ist dieser Sekt. Ich würde doch sagen ein Sekt, aber ich lese nochmal nach, damit ich euch keinen Blödsinn erzähle. Bei dieser Flasche handelt es sich um eine Mio Netto Gran Rosé extra trocken. Da sind 200 Milliliter drin enthalten. Ich bin nicht der große Sekt- und Sprudeltrinker im Generellen, also Asti geht so maximal und dann sind wir eigentlich schon fertig, aber kosten tue ich natürlich alles total gerne und ich finde das auch eine total süße Idee, dass mal ja auch mal was komplett anderes in einer Beauty-Box enthalten ist und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, den auch Und auszuprobieren. last But not least, das letzte Teil, das in der Box enthalten war. Es kommt in dieser Umverpackung und für alle, die es vielleicht schon etwas sagt, es ist von Janne König. Ich weiß ja, was es ist, aber ich bin schon mega neugierig, wie es in echt aussieht. Und zwar handelt es sich nämlich um einen Anhänger. Es handelt sich um Schmuck. Oh, bitte, das ist die mega süße Verpackung. Schaut euch das mal an. Hier auf der Seite Gold, auf der anderen Seite in so einem Grün. Ich mache das jetzt mal auf. Und hier kommt bei mir auch schon entgegen, finde ich mega süß. Ich hoffe, ihr könnt den erkennen. Das ist ein vergoldeter Anhänger mit so einem ganz einem schlichten Herzl drinnen eingraviert. Ich mega niedlich und ja, absolut gelungen. Also mir gefällt der Anhänger extrem gut. Ich finde natürlich auch jede Menge Ketten, die da zu diesem Anhänger passen.
Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, den Anhänger zu tragen. Zum Schluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich jetzt mit meiner allerersten Blockerbox wirklich überzeugt davon bin. Ich bin überzeugt von diesem Konzept. Ich bin der Meinung, oder ich zahle gerne etwas mehr dafür, wenn mir dann auch etwas dafür geboten wird. Und ich bin ohnehin nicht diejenige, die jetzt unbedingt immer alles so aufbiegen muss. Das heißt, natürlich finde ich es auch irgendwo schade, wenn dann hauptsächlich Pröbchen in solchen Beautyboxen sind. Aber ich bin natürlich auch realistisch und denke mir auf der anderen Seite auch, naja, irgendwie muss man ja dann doch mal mit was zufrieden sein. Aber ich muss auch das Konzept der Blockerbox wirklich loben. Hier ist es so, dass wirklich die Qualität weit, weit, weit über der Quantität steht. Das finde ich wichtig und so glaube ich auch, dass eine Beautybox Erfolg haben kann. Und in dem Sinne kann ich nur nochmal Danke sagen an die Mädels von Blockerbox, dass ich so eine tolle Box mir kaufen durfte. Natürlich könnt ihr im Prinzip nicht entscheiden, wer diese Box ergattern kann und wer nicht. Im Prinzip war es Glückssache und ich hatte einfach dieses Mal Glück und konnte eine dieser exklusiven Boxen für mich gewinnen. Und ja, vielleicht habe ich euch jetzt ja auch neugierig gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch dabei, wenn es wieder um eine normale Blockerbox geht, die dann von der Stückzahl auch erhöht ist und wo die Chancen auch höher stehen, eine zu ergattern. In dem Sinn wünsche ich euch für heute noch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei mir auf meinem Kanal. Tschüss, ihr Lieben!